Und weiter geht's im Tempel der Katz. Hier ist es dunkel, aber ich weiß, man kann Licht machen mit irgendeinem Hebel. Vielleicht mit dem sogar schon. Genau. Hier gibt's nämlich schon Licht in diesem Katzentempel. Habe ich gerade irgendeinen Gegner gesehen oder habe ich mich getäuscht? Ich scheine mich getäuscht zu haben. Ja, den Gang hier finde ich eigentlich ganz cool. Das ist sehr grün, sehr frisch. Das gefällt mir. Und da ist ein Panther, wo wir schon wieder 10-mal daneben schießen. Ach so, und das finde ich auch cool. Man kriegt hier angezeigt, wenn die Munition knapp wird. Nämlich, wenn sie rot eingefärbt ist. Aber wir haben noch ein paar Schuss. Genauso wie Lara ein paar Schüsse hat. Die hat nicht nur einen Schuss, die hat mehrere Schüsse. Aber darauf will ich jetzt auch nicht näher eingehen. Wenn ich da runter gehe, komme ich, glaube ich, nicht mehr hoch. Das ist schlecht. Deswegen gucke ich erstmal, was hier abgeht. Das Sackgasse, da ist man natürlich schnell fertig. Und hier eine Tür, die zu ist. Okay, das heißt, wir können mit gutem Gewissen runtergehen. So. Zack. Und Musik auslösen. Das finde ich natürlich klasse. Ohne jetzt hier in die Löcher zu fallen, gucke ich mich erstmal um. Ich meine, ich hätte schon wieder ein Krokodil gehört. So, mal gucken, ob jetzt hier Kreide hinter der Katze ist und die dann wieder verschwindet, wenn wir das nächste Mal hier vorbeilaufen. Nee, anscheinend nicht. Das habe ich immer noch nicht kapiert mit der Katze. Ach, da ist ein Hebel. Gut, dass ich hier noch nicht runtergegangen bin. Die braucht man bestimmt, um die Tür da zu öffnen. Genau, weil es, glaube ich, mehrere Hebel sind, ne? So. Und hier. Zack, Hebel ziehen und dann öffnet sich wahrscheinlich die Tür. Genau. So wie sich das gehört. Hier ist einfach wieder eine Katze ohne Aufschrift. Wie sich das gehört, normalerweise. Und sonst ist hier nicht viel, ne? Das heißt, wir können runtergehen. Habe ich nicht gerade eine Tür zugehen hören? Ist die Tür jetzt wieder zu? Ist das eine Zeittür oder was? Ja, anscheinend. Okay, ich gucke mich erstmal unten um. Und dann gehe ich erstmal in die Zeittür. Dass das jetzt eine Zeittür war, hatte ich nicht in Erinnerung. Aber das kann der Levelbauer ja auch umgeändert haben. Dass das Spiel nicht so ganz original ist, das haben wir ja mittlerweile mitgekriegt. So, hier wollte ich hin. Und der Schuss war jetzt mal besser. Ja genau, Ziel da hoch. Ne, was das Ganze hier unten jetzt bringt. Ja, wahrscheinlich wieder hochzukommen. Hier waren wir vorhin gewesen. Da haben wir nämlich den Schlüssel aufgehoben auf der anderen Seite. Glaube ich, ne? Genau. Deswegen ist hier nichts mehr. Und da ist die Tür, wo wir gleich durchschwimmen werden. Weil das Ganze geht ja um Zeit. Aber ich habe da oben gespeichert, deswegen kann ich das laden. So, jetzt schnell die Hebel ziehen. Zack. Darüber. Links, links. Hinterm Höckel stinkt's. Oh, jetzt ist die Tür schon wieder zugegangen. Ne, dann ist was anderes zugegangen. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall in die Tür, bevor die wieder zugeht. Und da den Panda lasse ich Panda sein. Und wir kommen hier raus. Bei den ganzen Krokodilen, die uns auffressen werden, was ich nicht nett finde. Deswegen gehe ich erstmal raus und knall die Viecher ab. Bevor ich die Muni da aufhebe. Und Musik. Das ist das Beste am ganzen Spiel. Und da ist die Textur, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde. Hilfe. Medipack. Nicht, dass hier die Musik unterbrochen wird, wenn wir verrecken. Was ich auch gut finde, ist, dass man unter Wasser die Musik genauso laut hört wie an Land. Das haben die nämlich bei Tomb Raider 3 geändert. Das fand ich nicht so toll. Jawohl. Gut, dann tauchen wir erstmal, weil unter Wasser hört man die Musik ja auch. Finde ich super. Und da finden wir gleich Munition, die wir gerade verschossen haben. Ist das nicht super? Als ob das Spiel genau wüsste, als ob wir die Viecher mit der Magnum abschießen wollen. Gut, dann gehen wir an Land. Ich bin traurig, dass die Musik vorbei ist.
Eigentlich ist die Stelle hier sehr einfallslos. Aber das finde ich nicht einfallslos. Also diese Textur hier mit diesen ganzen Panda, die da lang rennen, finde ich sehr cool. Nur, ihr werdet es gleich sehen, wir müssen nämlich hier 5 Schlüssel suchen. Ich glaube, dass es 5 sind. Und die dann alle nacheinander einsetzen. Das fand ich ein bisschen einfallslos, wo ich das erste Mal dieses Spiel hier gespielt habe. Weil man jetzt hier durch den ganzen Raum gehen muss und 5 Schlüssel einsammeln muss. Naja, es ist so wie es ist. Ich glaube, durch die Tür bin ich noch nie gekommen, durch die eine. Werde ich wahrscheinlich diesmal auch nicht durchkommen. Und jetzt heben wir den ersten Schlüssel schon auf. Diese Podeste sind neu hier. Die gab es beim Original Unfinished Business nicht. Genau. Key 6? Wahrscheinlich gibt es sogar 6 Schlüssel, wie das so aussieht. Finde ich ein bisschen einfallslos, aber was soll's. Da kann man mal ganz viele Schlüssel suchen und freut sich, wenn man einen Schlüssel findet. Das hat doch auch was, oder? Gut, dann gehen wir mal auf die Jagd nach Schlüssel. Wo auch immer die alle rumliegen werden. 6, 7 ist das schon, okay. Dann wird es wahrscheinlich doch nur 5 geben. Wie ich das in Erinnerung hatte. Da unten ist nämlich einer, das sieht man nämlich jetzt hier ganz gut, wo die Schlüssel sind, weil hier eben diese Podeste sind. Das war beim Original nicht so und da muss man wirklich alles ablaufen und gucken, ob am Boden irgendwo Schlüssel liegen. Und wir lösen natürlich mit dem Aufheben des Schlüssels einen Panther aus, das ist ja klar. Unter dem Block lagen Schlüssel, das weiß ich auch noch. Ich habe echt nicht gedacht, dass ich dieses Director's Cut noch so gut im Kopf habe. Und mir ist auch was eingefallen und zwar ganz am Anfang, die zweite oder dritte Folge, die wir hatten. Oh, hier liegt nur Muni drunter, falsch erinnert. Haben trotzdem einen Panda aus dem Nichts wieder ausgelöst. Wo ist denn der hin? Okay, da habe ich mich gerade wahrscheinlich getäuscht. Was ich sagen wollte, ist mir entfallen. Ach so, nee, in dem ersten Level, wo wir da diese Leiter hochklettern mussten, diese Textur, wo ich nicht hochkam. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Diese Steintextur, was ich offscreen auch gespielt habe. Jetzt haben wir wieder so viel ausgelöst. Aus dem Nichts kommen die einfach. Ja, ja. Vielleicht brauchen wir aber nur 4 Schlüssel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich jetzt mal langsam zum Punkt kommen. Ist mir aufgefallen, dass bei Tomb Raider 1 überhaupt keine Leitern gibt. Die gibt es erst ab Tomb Raider 2. Und deswegen kann diese Stelle im Original Unfinished Business gar nicht existiert haben, weil es eben noch keine Leitern gab. Außer es gab bei Unfinished Business eben Leitern. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Gut, dann setzen wir einfach schon mal die 4 Schlüssel ein, die wir haben. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen übersehen. Ich weiß es nicht. Und dann öffnet sich diese Tür, glaube ich. Okay. Wo sind denn jetzt die Schlüssellöcher? Ach, auf der anderen Seite. Weil genau, die Tür, die ich euch eben gezeigt habe, da bin ich, glaube ich, noch nie reingekommen. Und die Tür, die jetzt hier irgendwo ist... Okay, ich glaube, der Levelbauer hat improvisiert. Was wackelt denn hier alles? Merkt ihr das? Seht ihr das? Ich glaube, irgendwo ist ein Monster, was auf uns wartet. Komm, Lara, setz bitte den Schlüssel ein. Oder hast du den nicht? No. 4, 5, 6, 7. Okay, es fehlt ein Schlüssel. Wahrscheinlich Nummer 3, dann gibt das auch Sinn. Warum das... 7 sind, weil es mit 1 und 2 schon losging am Anfang des Levels. Wo habe ich den Schlüssel übersehen? Vielleicht da drüben? Hier habe ich ihn aufgehoben, ne? Genau. Die Textur finde ich einfach nur geil. So, wo könnte man einen Schlüssel übersehen haben? Gehen wir auf Schlüsselsuche. Machen wir die ganze Zeit ja schon. Und ich hatte das nicht so schwierig in Erinnerung, weil ich sie eigentlich immer sofort gefunden habe. Den haben wir auch. Unter dem Block war keiner. Ich bin bestimmt voll dran vorbeigelatscht. An dem einen Schlüssel. Fragen über Fragen. Wo ist der Schlüssel? Ich bin aber froh, dass ich diesen Schlüssel nicht finde. Anstatt einen anderen Schlüssel, wie einen Autoschlüssel oder einen Haustierschlüssel. Das wäre natürlich viel schlechter, wenn ich den nicht finden würde. Deswegen freue ich mich jetzt einfach, dass ich nur einen Schlüssel bei Tomb Raider nicht finde.
So muss man die Sachen sehen, die Dinge sehen und dann passt das schon. Nur irgendwie glaube ich, dass ich hier so nicht weiterkomme, wenn ich hier immer im Kreis renne. Und den Schlüssel suche. Ihr packt euch bestimmt am Kopf, weil ich schon dreimal dran vorbeigerannt bin. Aber ich finde ihn ehrlich nicht. Hier? Da irgendwo ein Schlüssel rum. Ja, da ist tatsächlich der Schlüssel. Wie komme ich denn da hin? Seht ihr das? Da ist der Schlüssel. Hm. Wie kommt man da hin? Und das könnte Selbstmord sein. Nee, ist es nicht. Glück gehabt. Pah, wie kommt man denn? Obwohl, hier war ich jetzt auch noch nicht wirklich gewesen, ne? Ah, hier kann man auftauchen. Okay. Alles klar. Dann haben wir den fünften Schlüssel auch gefunden. Und der ist ja gar nicht mal so einfallslos versteckt. Wenn die alle Schlüssel so versteckt hätten, dann fände ich das ja ganz cool. So. Nummer 3 ist das, glaube ich, gell? Da haben wir alle Schlüssel gefunden. Und da ist nichts mehr. Okay, dann setzen wir die jetzt ein und gehen weiter. Hier ist wieder so ein goldener Panther wahrscheinlich. Und irgendwie finde ich es merkwürdig. Alles VWs hier, wenn man es abschießt. Die sind alle gleich tot. Obwohl, ist ja gar nicht so. Die Panda liegen ja auch tot da. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Viecher verwesen, weil die explodieren, genau. So ist es. Diese Fliegeviecher explodieren ja, wenn man sie abschießt. Deswegen bleiben die Reste da nicht liegen. Das ist ja logisch. Okay, es ist wirklich Tomb Raider 1 getreu, die Gegner verwesen nicht. Obwohl es eigentlich Tomb Raider 4 ist, das Spiel an sich. Wie es programmiert wurde. So, jetzt können wir Schlüssel einsetzen. Das finde ich immer ganz toll, wenn man ganz viele Schlüssel einsetzen darf. Nummer 4. Irgendwie habe ich heute einen trockenen Mund. Damit kann man sehr schwer reden. Und Nummer 5. Ich glaube, ich muss gleich mal was trinken. So, zwei Seitwärtsrollen. Hallo Pharao, dich habe ich auch noch nicht gewürdigt. Es gibt so viele von dir, euch kann man gar nicht allen gnädig sein. Euch kann man nicht würdigen, alle. Außerdem seid ihr eh nur auf die Wand gemalt. Aber damit habe ich dich mal kurz gewürdigt, oder eher. Ich habe sie, oh Herr, gewürdigt. Und ich verneige mich auch nochmal kurz vor dir. Wie in der Kirche. So, dreimal, das müsste reichen. Okay. Dann gehen wir durch die Tür, die sich uns geöffnet hat. Die nicht hier ist, sondern da hinten irgendwo. Oh, ich bin müde. Ach. Es ist auch am Abend. Jetzt ist die Tür offen. Okay. Da ist eine verschlossene Tür. Kaum sind wir in einer Tür drin, sehe ich schon wieder eine verschlossene. Das kann ja nicht angehen. Da ist auch nichts drauf. Okay, dann können wir nach unten gehen. Aber nicht so. So sieht das gut aus. Wir hätten vielleicht das auch schaffen können, ohne Leben zu verlieren, aber wir haben so viele Medipacks. Dann können wir uns das ruhig mal leisten. Und der Sprung war auch nicht so geplant. Ups. Glück gehabt. Man darf hier nicht so blind drauf losspringen. Und ich sollte vielleicht auch mal wieder speichern. Und die Lever hat eben gerade noch getropft. Und wir sind lange nicht mehr im Wasser gewesen. Da sieht man mal, wie lange diese Frau tropft. Falls ihr es nicht gesehen habt, spult einfach zurück, da seht ihr noch einen Tropfen. Ich habe den letzten Tropfen von Lara gesehen. Haha, ich bin stolz. Auf mich. Nicht. Okay. Hier ist schon wieder ein Panther rumgelaufen. Ja, genau. Gegen die Wand, wie immer. Und irgendwie checke ich das hier gerade nicht, was ich hier soll. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ach, da ist ein Hebel. Okay, alles logisch. Dann öffnen wir wahrscheinlich die Tür da oben, in die wir in der nächsten Folge reingehen werden. Denke ich mal. Wenn wir bis dahin kommen in dieser Folge. Nicht, dass wir hier 10.000 Mal abkacken und ich das aufgebe und in der nächsten Folge mache. Aber so schwer dürfte das Ganze hier gar nicht sein. Nee, hier komme ich ganz einfach wieder hoch. Okay. Obwohl ich eigentlich die eine Seite schon noch gern untersuchen würde.
Hier drüben. Da waren wir noch nicht. Oder? Hier. Da ist eine Wand. Ein Block. Ach so, und jetzt die Schräge nach unten. Genau. Okay. Alles klar, dann gehen wir jetzt weiter nach oben. Ich trinke meinen Schluck Wasser. Weil mein Mund so trocken ist und sich echt schwer reden lässt damit. Und sag euch ciao bis zur nächsten Folge.